Danke, Herr Präsident, Herr Bundesminister, geschätzte Mitglieder des Bundesrates. Im Abänderungsantrag zum Covid-19-Zweckzuschussgesetz soll nun im Sinne einer einheitlichen Regelung generell Aufwandsentschädigungen für bei Testungen oder bei Impfstellen nicht hauptberuflich tätige unterstützende Personen bis zur Höhe von 1.048 Euro im Kalendermonat nicht ans Entgelt im Sinne des § 49 ASVG gelten. Und das ist auch der Grund, warum wir diesem Antrag diesmal keine Zustimmung geben können, weil es eine Ungleichstellung der tausenden freiwillig und ehrenamtlich tätigen Menschen in diesem Land ist, die tagtäglich für unsere Gesellschaft Großartiges leisten und dafür keinen Cent erhalten. Eine bessere Unterstützung der Betriebs-, aber vor allem der Hausärzte, die ihre Patienten großteils jahrelang kennen und individuell auf ihre Wünsche, Bedürfnisse, aber auch Ängste eingehen können, wäre richtig und zielführend. Es ist für mich etwas unverständlich, gut 1.000 Euro steuerfrei problemlos für Personen in Test- und Impfstraßen zur Verfügung zu stellen und auf der anderen Seite eine Null-Lohn-Runde für alle Bediensteten im Gesundheitswesen zu verlangen, wie dies in der Steiermark der Fall war und schlussendlich durch Intervention der FPÖ und das daraus resultierende große Medieninteresse nicht zustande gekommen ist. Ich darf dazu zwei Entschließungsanträge einbringen. Die unterfertigten Bundesräte stellen daher folgenden Entschließungsantrag betreffend Aktion 100.000 gegen Corona-Langzeitarbeitslosigkeit. Der Bundesrat wolle beschließen, die Bundesregierung, insbesondere der Bundesminister für Arbeit, wird aufgefordert, dem Bundesrat einen Umsetzungsplan in finanzieller, personeller und organisatorischer Hinsicht bis zum 30. Juni 2021 vorzulegen, der folgende Eckpunkte umfassen soll und geeignet ist, 100.000 Arbeitslose aus dem Bereich der schützenswerten bzw. unterstützenswerten Arbeitnehmergruppen mit einer hohen Arbeitslosigkeit wieder in Beschäftigung zu bringen. Bündelungen und Ausbau folgender arbeitsmarktpolitischer Instrumente: Kombi, Lohnbeihilfe, Eingliederungsbeihilfe, Weiterbildung 50+, Facharbeiterstipendium, Aus- und Weiterbildungshilfen, Beihilfen für Arbeitsprobung und Arbeitstraining, arbeitsnahe Qualifizierung, Weiterbildungsgeld, Bildungsteilzeitgeld, Umschulungsgeld, Förderung der Lehrausbildung betrieblich und überbetrieblich. Schaffung neuer arbeitsmarktpolitischer Instrumente, Nutzung der Ankerfunktion des Bundes als öffentlicher Arbeitgeber, Nutzung der Beteiligung in der österreichischen Beteiligungs AG ÖBAG und zu guter Letzt eine entsprechende budgetäre Bedeckung und die Fördermaßnahmen und die Adaptierung der Personalpläne des Bundes und der betroffenen Unternehmungen. Im zweiten Entschließungsantrag der Bundesräte Scherer-Borsteiner und weiterer Bundesräte betreffend gefährdendes Ethylenoxid, ganz einfach, in Corona-Teststäbchen, Mund-Nasen-Schutzmasken und Desinfektionsmitteln. Der Bundesrat wolle beschließen. Der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz wird aufgefordert, folgende gesundheitspolitische Forderungen unmittelbar umzusetzen: Die Überprüfung einer möglichen Gesundheitsschädlichkeit von Medizin- und Hygieneprodukten in Österreich wie Mund-Nasenschutzmasken und Tests, die mit Ethylenoxid sterilisiert wurden. Die Wiedereinführung der amtswegigen Überprüfung der Wohnzimmer- und Laientests durch das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen. Herr Bundesrat Scherer-Bauer, darf ich Sie kurz unterbrechen? Die Geschäftsordnung sieht vor, Sie müssen bitte den ersten Entschließungsantrag, da haben Sie die Punkte 3 und 4 sowie 5, die Unterpunkte nicht ausgeführt. Die müssen Sie bitte vorlesen, damit er auch Gültigkeit hat. Danke. Verständlich. So, dann komme ich nochmal zurück auf den ersten Entschließungsantrag zu Punkt 2, Schaffung neuer arbeitsmarktpolitischer Instrumente, Kombinations- und Ergänzungsmodelle gemeinsam mit der öffentlichen Hand als Arbeitgeber, Bund, Länder und Gemeinden, die auf den Erfahrungen der Vergangenheit mit projektierten und ausgerollten Beschäftigungsmodellen wie auch etwa die Aktion 20.000 oder anderen Modelle aufbauen. Drittens, Nutzung der Ankerfunktion des Bundes als öffentlicher Arbeitgeber, Einstellungsoffensive, um in den nächsten 5 bis 10 Jahren den demografischen Wandel in seiner Personalstruktur nachhaltig zu bewältigen, Schaffung zusätzlicher Verwaltungspraktikumsplätze im öffentlichen Dienst mit entsprechender Übertrittsoption, Lehrlingsoffensive des Bundes.
Viertens, Nutzung der Beteiligung in der österreichischen Beteiligungs AG ÖBAG. Beschäftigungspaket mit der ÖBAG für schützenswerte bzw. unterstützenswerte Arbeitnehmergruppen nach Maßgabe der betriebswirtschaftlichen Möglichkeiten. Lehrlingsoffensive der ÖBAG nach Maßgabe der betriebswirtschaftlichen Möglichkeiten. Fünftens, eine entsprechende budgetäre Bedeckung für die Fördermaßnahmen und die Adaptierung der Personalpläne des Bundes und der betroffenen Unternehmungen. Entschließungsantrag 2 der Bundesräte Scherer-Bauer-Steiner-Wieser betreffend gesundheitsgefährdendes Ethylen. Entschuldigung, Herr Kollege, den haben Sie schon richtig vorgelesen, es passt alles. Ganz fertig gewesen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ziel der Politik muss es sein, Probleme aufzugreifen und gemeinsam Lösungen zu finden. Und genau bei dem Wort gemeinsam, das ja von vielen sehr oft strapaziert wird, liegt meines Erachtens noch das Problem. Jeder Mensch, egal wie dessen Zugang zu den verordneten Maßnahmen der Bundesregierung oder zum Coronavirus generell ist, wünscht sich, dass dieser Spuk bald ein Ende findet. Und ich glaube nicht, dass wir dem Ziel schneller näher kommen, wenn wir uns hier im Hohen Haus gegenseitig verbal bekämpfen. Ja, ich kann nur für mich selber sprechen, ich werde mich bei dem oder an dem nicht beteiligen. Die Leute wollen das schlicht und weg einfach nicht mehr. Wir diskutieren in den letzten Tagen und Wochen ständig über die Masken. Dabei sollten wir doch vordergründig über die Alltagssorgen der Menschen reden. Und ja, es kann schon sein, dass die ÖVP mit dieser Maskendiskussion von den eigenen Verfehlungen etwas ablenken will. Aber dafür gibt es die Justiz, die sich darum zu kümmern hat. Und ich glaube nach wie vor an den Rechtsstaat, an die Republik Österreich. Denn würde ich das nicht mehr tun, hätte ich hier im Parlament, im Hohen Haus wahrscheinlich nichts mehr verloren. Wir sollten auch im Kampf gegen diese Pandemie unsere persönlichen Befindlichkeiten etwas zurückschrauben und endlich mit den gegenseitigen Schuldzuweisungen aufhören. Denn das bringt uns am Ende des Tages keinen Millimeter weiter. Genauso wenig wie diese ständig ins politisch linke oder rechte Eck stellen. Anstatt über links oder rechts sollten wir viel lieber uns Gedanken machen über richtig oder falsch. Richtig ist, uns um die vergessenen Opfer der Pandemie zu kümmern, nämlich um die Kinder, die mit Depressionen, Suizidgedanken, Essstörungen und so weiter zu kämpfen haben. Die vielbeschworene Triage ist nicht auf den Intensivstationen eingetreten, sondern in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Eine aktuelle Studie der Uni Salzburg zeigt die dramatischen Auswirkungen der Covid-Krise auf Kinder im Volksschulalter. Rund 79% der 531 Befragten geben an, dass es ihnen im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie schlechter geht. Jedes dritte Kind ist oft wütend oder genervt, jedes fünfte ist öfter traurig oder fühlt sich einsam. Jedem zweiten Kind macht die aktuelle Situation der Umfrage zufolge Angst, jedes dritte Kind schläft aktuell schlechter. Was mich als Sportler ganz besonders schockiert, ist die Tatsache, dass fast 9 von 10 Kindern im Vergleichszeitraum vor der Pandemie weniger aktiv sind. Gleichzeitig verbringen 3/4 mehr Zeit mit Smartphone, Fernsehen, Konsole, Spielkonsole oder Tablet. Am meisten fehlt den Schülern der Befragung zufolge Normalität. Jeweils 1/3 wünscht sich, Sport treiben zu können ohne Maske, um die Gesichter der Menschen zu sehen bzw. Freunde ohne Einschränkungen treffen zu können. Außerdem müssen wir uns noch viel intensiver um armutsgefährdende Familien und vor allem um deren Kinder kümmern. Fragt man genauer zu den einzelnen Maßnahmen der Regierung nach, zeigt sich, dass viele armutsbetroffene Familien nicht ausreichend informiert wurden. So kennt die Hälfte der Befragten den Familienhärtefonds nicht. Von den übrigen 50% findet etwa 1/3 die Einmalzahlung aus dem Familienhärtefonds zu gering. Hier müssen wir einen viel besseren und auch schnelleren Informationsfluss möglich machen. Viele Kinder der befragten Familien tragen in der Corona-Krise auch schwere Verantwortung, weil ihre Eltern oder Geschwister zur Risikogruppe gehören. Eine Mutter mit einer Herz-Kreislauf-Erkrankung erzählt, meine Kinder wollen nicht mehr raus aus Angst, dass sie die Krankheit mit nach Hause bringen. Schon vor der Corona-Krise lag eine überdurchschnittliche Armutsbetroffenheit für Haushalte vor, wenn eine erwachsene Person eine Behinderung aufweist. Eigentlich ein Armutszeugnis für ein wohlhabendes Land wie Österreich, in dem sich Menschen mit Behinderung eine bessere Unterstützung verdient hätten.
Gleichzeitig hat Armut signifikante gesundheitliche Risiken und begünstigt etwa die Chronifizierung verschiedener Symptome, wie zahlreiche Studien zeigen. All diese Umstände verschärfen sich durch die Pandemie noch. Armut macht Kinder krank und traurig. Beides könnten wir ändern und es ist auch unsere verdammte Pflicht. Abschließend, meine sehr geehrten Damen und Herren, noch eine persönliche Bemerkung. Obwohl die Lage in unserem Land durch die Pandemie immer noch sehr ernst und angespannt ist, dürfen wir auf keinen Fall unseren Humor verlieren. Und auch so manche Situationen sollten wir gelassener agieren und reagieren. In diesem Zusammenhang fällt mir ein Satz ein, der da lautet: Ich freue mich, wenn es regnet, weil wenn ich mich nicht freue, regnet es auch. Dankeschön.